die Botschaft von Brustkrebs. Darüber geht es in diesem Video. Die weibliche Brust ist ein Zeichen von Mütterlichkeit. Sie gibt Nahrung und Geborgenheit. Sie entwickelt sich erst mit dem Frauwerden und bleibt nur beim Menschen dann unabhängig vom Stillen vorhanden. Sie sorgt für permanente sexuelle Anziehung, verlockt und verwöhnt. Sie ist Ausdruck der Weiblichkeit und Nahrungsquelle. Eine Frau kann zu lange stillen wollen oder zu wenig geben können. Bei Störungen der Brust ist eine Partnerschaft geistig, emotional gestört. Brustkrebs zeigt eine körperliche Abneigung, Bitterkeit, Widerstand oder Überempfindlichkeit gegenüber einem Partner. Das kann der Ehepartner sein, aber auch ein Kind, Freunde, Schwiegereltern, ein Chef, ein Arbeitskollege, Verwandte oder irgendjemand, mit dem man ständig zu tun hat. Heilung bringt letztlich nur der Person oder den Umstand zu vergeben und ihn zu akzeptieren, so wie er nun einmal ist, und nicht nur dulden. Die Primäremotionen bei Brustkrebs sind immer Wut und Verletzung. Um Wut und Verletzung zu heilen, führe bitte die gesamte EMT-Technik aus dem Buch Die Botschaft deiner Krankheit durch, sowie die Affirmationen bei dem angegebenen gesundheitlichen Brustproblem, in diesem Falle der Brustkrebs. Das war mein heutiges Video zum Thema Die Botschaft von Brustkrebs. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn gefällt mir. Beachte bitte auch die Infos unter diesem Video. Abonniere den Kanal für weitere Video-Updates. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Matt.